Das habe ich schon mal geschafft. Das schaffe ich wieder. 59 Leben sollte reichen. Könnte man meinen. Könnte man sich aber auch total hier täuschen und sich selber ins Knie schießen. Richtig ab, Donkey. Das war doch nur so ein Spruch. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Donkey Kong Country. Ihr dran, was ich tue, ja. Die Krimskrams GmbH birgt viele Tücken, Gefahren und auch Geheimnisse. Und ich habe mir jetzt nachgeschaut, wo man all diese Geheimnisse findet. Bei manchen Stellen, da war es doch wieder offensichtlich, da lag ich gar nicht so weit verkehrt. Bei anderen, darauf wäre ich nie gekommen. Oder da war es dann wieder zu simpel gewesen. Zum Beispiel hier, in diesem Level gibt es einen Bonusraum in einem Bonusraum. Okay, das ist sogar, glaube ich, war sogar hier in der Nähe gewesen. Und ich muss am besten mit Diddy dann vorangehen. Bam. Und bam. Okay. Jetzt einmal rennen. TNT fast nehmen. Hier durch. Jawohl, das hab ich mir schon gedacht. Hier muss ich jetzt eine Banane nehmen. Damit ich nämlich ein Fass kriege und damit ich die nächste Wand durchbrechen kann. Verdammt. Man muss dann nämlich, man kriegt dann ein Fass, wenn man nur eine einzelne Banane hat und dann muss man durch die nächste Wand brechen. Okay. Einmal braten lassen, bitte. Und Moment, war da noch ein anderes Geheimnis? Waren das alle? Ja, super, ich habe es mir gerade eben angeschaut, das Video, und jetzt bin ich mir selbst nicht mehr sicher, ob das jetzt alle waren. Ich glaube aber, das waren alle dann. Ich glaube, das waren sogar alle. Ja, super. Sogar verfehlt. Bei dem Trick-Track-Track, da war es eigentlich wieder offensichtlich, wo ein Geheimnis ist. Nämlich die Stellen, die immer gut bewacht sind. Da ist nämlich ein Geheimnis, wo der Evil Kong ist. Am Ende vom Spiel werden ja nochmal alle Gegner benannt. Da muss ich wirklich genau aufpassen, wie der nochmal heißt. Bam, bam. Einmal hoch. Und bam. Und bam. Einmal abklatschen. Du darfst die Führung übernehmen. Okay, und jetzt lasst mir einfach mal ein bisschen Zeit. Immer nach dem Leben. Sehr schön. Okay. Nimm das Fass. Sehr schön. Das Geheimnis hatte ich ja so oder so schon gehabt. Aber jetzt fehlt es mir trotzdem noch. Und ich glaube, es ist sogar das einzige Geheimnis, was mir noch fehlt. Also ich vergesse wieder was. Ich hatte das am Anfang, ich hatte das mit der Wand. Ah ne, das mit der zweiten Wand hatte ich schon, genau. Und das sind ja im Grunde zwei Geheimnisse in einem. Das sind, glaube ich, sogar alle. Alle Geheimnisse, die ich brauche. Zack, zack. Und dann kann es gleich schon wieder weitergehen. Und doink, doink, schaboink. Hep und hep. Okay, hüpf. Für das TNT-Fass. Dankeschön. Okay, nach dem Leben. Jetzt nimm das Fass. Wie schnell muss man da denn sein? Wie schnell muss man denn da sein? Also im Grunde muss ich mich dann auf die linke Seite stellen, damit ich sofort das Fass nehmen kann. Und dann hier sofort rechts durch. Das ist ja... Erstens, wie soll man drauf kommen? Hä? Weil ich habe auch gar nicht gewusst, dass man da ein Fass kriegt, wenn man nur einzelne Bananen hat. Ja? Ich dachte, man kriegt da einfach nur eine Banane raus.
Und dann braucht man, hat man auch noch eine vorgegebene Zeit, in der man das dann erreichen muss. Eieiei. Die werden ja immer verzwickter hier, die Rätsel. Okay, wechseln. Und hopp. Nimm, 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 nimm. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay. Stell dich bereit. Bitte. Es hat die ganze Zeit jetzt gewartet, bis ich das Fass aufgenommen hatte. Aber es hat nicht gewartet, bis ich dann jetzt durch die Tür war. Also das ist ja wirklich hier so Ella Badge. Hast nicht. Ne, könnte ich dir was zeigen? So mies bin ich drauf. Aber das mache ich nicht. Ansonsten könntest du mir dann wieder... Nee. Ich kann halt, ich kann wirklich nicht so. Ich kann meinen Frust zeigen, definitiv, aber ich kann ihn nicht loslassen. Okay. Bam. Okay, und jetzt? Da. Wie schnell muss man da sein? Ich krieg das Fass. Vielleicht mache ich das doch. Also in dem Video, was ich gesehen habe, hat er das mit Didi gemacht und der ist einfach wirklich durchgerannt. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Mir fehlt das gute Timing. Ich glaube, mir würde genau das gute Timing fehlen, genauso wie wenn ich ein Ei 2 Minuten lang kochen möchte. Da würde ich auch sagen, auch vielleicht doch noch ein paar Sekunden mehr und dann waren es genau die paar Sekunden, die zu viel waren und dann ist das Ei doch wieder ein bisschen aufgeplatzt und flüssig und blablabla. Zack, zack. Okay. Ich probiere es einfach mal mit Donkey, weil vielleicht bringt es was, wenn ich erstmal das Fass schmeiße und dann hier schnell durchrolle. Alle ab. Okay. Probieren wir es mit dem DK. Mit dem großen DK. Okay. 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 Wirklich? Ich habe das Gefühl, sobald ich die Tür aufbreche, ist es vorbei. Kann doch nicht sein. Sobald ich die Tür aufbreche, ist vorbei? Oder bin ich einfach doch zu langsam? Mach ich was verkehrt? Ich mache definitiv was verkehrt. Aber was ist es? Ich weiß es schon nicht. Ich habe mir das Video einmal angeschaut. Und dachte natürlich, jetzt habe ich es raus. Jetzt verstehe ich die Welt. Aber ich verstehe sie nicht. Für Geld vielleicht. Das sollte passieren, dass ich da durchbreche. 1, 2, 3. Ah, ich muss springen. Dann geht's. Wunderbar. Okay. Ich sehe schon. Dong. Ki. I. Donkey. Kong Country wahrscheinlich. Hör da. Und was gibt's? Leben! Kriege ich jetzt hier meine Leben zurück? O. N. G. Gibt es 2 Leben? Er gibt jetzt 2 Leben. Und jetzt Country. Und U. Und N. Und T. Und R. Und Y. Gibt es jetzt 3 Leben? 3 Leben! Ich glaube, ich habe ich jetzt all meine Leben zurückbekommen, die ich jetzt für das Entdecken dieser Geheimnisse verloren habe? Ich glaube ja. Ne. Schöner Ausgleich hier. Ich freue mich. Bam.
Okay, ich glaube, das waren alle Geheimnisse hier drin, aber ich werde jetzt... Aber ich werde jetzt mal versuchen, durchzukommen, damit ich nämlich schon wieder ein Leben verliere. Hep. Bam. Verbanenge. Moment. Ich hatte keinen Buchstaben gesammelt. Und ist der Reifen auch wieder weg. Hat sich verdünnisiert. Und speicher was. Dankeschön. Ah, doch. Ein Geheimnis hatte ich, glaube ich, noch übersehen. Genau. Ein Geheimnis gab's noch. Hep. Und das war nämlich hier. Nein, nicht da, andere Stelle. War das doch da? Dann war es, glaube ich, doch das Geheimnis, was ich schon hatte. 4 Stück waren es. Bam, bam, bam. Genau, dann hätte ich nämlich das O, ich hätte dann auch das N. Da waren dann keine Geheimnisse mehr. Yep. Yep. Sehr schönes Timing. Hep. Wupp. Okay, haben wir jetzt ein Ausrufezeichen. Öfers Boulevard. Wupp, wupp. So, bitte einmal abspeichern. Bei Trick, Track, Track gab es insgesamt 3 Geheimnisse. Eins davon, das in der Mitte habe ich schon, das eine am Anfang, das sieht man ja, bam, und dann noch eins am Ende. Bei den Fahrschulspielen gibt es auch 3 Geheimnisse. Eins habe ich gefunden, eins war wieder offensichtlich, das andere, das kann man leicht verfassen, das ist nämlich eins, was direkt am Ende ist. Wo man wirklich dann mit dem Fahrstuhl runterfahren muss. Okay. Und ich weiß ja, ich muss hier erstmal durchkommen. Und dann muss ich hier diesen Sprung wagen. Den Sprung über den Abgrund. Zum Fass hin. Wo ich keine Zeit habe. Okay, da kam jetzt, glaube ich, hier... Nee, da kam noch nicht der Geier geflogen. Bam! Da kam der Geier. Hip. Jetzt kamen 2 Geier. Jawohl. Und jetzt kam der kleine Geier. Nein, da kam der mittlere Geier, das Sparmenü. Ein Geier zum Mitnehmen. Oh, ich habe doch nur meinen Kopf ans eine gestreichelt. Wieso tut mir das denn weh? Weil der hier einen spitzen Schnabel mit der vom Kopf. Jetzt merke ich auch wieder mehr, wie sehr das für mich eine Herausforderung ist. Einmal die Level bestehen. Eine Sache. Dann noch etwas Bestimmtes erfüllen. Ja. Das ist für mich dann die Herausforderung. Ist also doch nicht so einfach. Ja, aber ich krieg das hin, weil ich habe jetzt schon über 70%. Also, ist unglaublich. Hab's weit geschafft. Ohne wirklich hier richtig hier die Fassung zu verlieren. Hep. Okay, jetzt kam, glaube ich, hier der... Das ist der Geier. Und dann nochmal einer in der Mitte. Jawohl. Die Kopfhörer rutscht mir wieder aus dem Kopf. Moment. Ach, bitte. Weil ich immer diese Angewohnheit habe, dass ich die Renntaste gedrückt halte. 60 Leben. Und ich muss erstmal an diese Stelle drankommen. Nimm das Fass. Ein Donkey ist verschwunden, ein Donkey ist wieder da. Wie macht er das? Hulalala. 450 Bananen verrate ich euch das Geheimnis, meine Freunde, des ewigen Lebens. Denn hier im Dschungel haben wir die Lazarusquelle entdeckt. Ja, ja, ja. Wer darin badet, wird immer nach seinem Tod auferstehen. Aber ein Teil seiner Seele bleibt da als Bezahlung. Deshalb haben sie auch hier diese seelenlosen Augen. Bam. Und noch mein Geier in der Mitte. Und jetzt die Kleinen. Die Kleinen sind aber genauso tödlich. So, sogar das. Ich mein. Ja, du willst dein Futter nicht fressen, dann spuckst nicht in meine Richtung. Bam. Bam. Gut.
Okay, und jetzt hüpfen und dann... Okay, ich muss rollen und dann hüpfen. Das ist der Trick. Jawohl! So will ich das sehen. Na gut, kurzes Vergnügen, aber ich war zumindest im Level drin. Das zählt, meine Freunde, das zählt. Es zählt, solange man im Level drin war. Ha, ha. So, jetzt muss ich nur noch bis zum Ende kommen. Das habe ich schon mal geschafft. Das schaffe ich wieder. 59 Leben sollte reichen. Könnte man meinen. Könnte man sich aber auch total hier täuschen und sich selber ins Knie schießen. Richtig ab, Donkey. Das war doch nur so ein Spruch. Naughties, Naughties, Naughties hier. Wollt ihr hier auf mein Fließband? Vergisst es. Ist nur auf ein Fließband. Ja, ich drück mir deine Rückenstacheln sonst wo rein. Ja. Akupunktur brauche ich wieder, um den Stress und die Gedärme frei zu kriegen. Hep. Sehr schön. 12 sind immer noch besser Scheine. Aber ich kann nicht wechseln. Und wenn jetzt hier die Kommandeure-Kremlins kommen, muss ich aufpassen. Weil der Didi ist gerade in Führung. Hep. Achtung, da kommt der Naughty. Und der zweite Naughty. Dieses Geheimnis habe ich schon. Du bist auch hier. Hep. Dönerbrot. Hep. Bam. Okay, sehr gut. Okay, einfach hier Abstand halten. Weg da! Kann ich mein Leben wiederholen? Ja, komm, das kriegst du. Klapptrapp Nummer 1. Nein! So darf das nicht sein. Hep. Okay, Leben zurück. Da kommen die Klapptraps. Kann ich mir ein paar Schuhe draus machen? Hep. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Der dreht sich ja zum Glück nicht rum. Und hüpf. Einfach Abstand halten. Ne, ne, runter, runter, runter. Hier wirst du kein Land gewinnen, mein Freund. Okay, und der Trick hier ist, ich muss ihm ausweichen und dann rollen. Sehr schön, und da unten ist das Geheimnis. Sogar ein Frosch. Ha. Wunderbar. Oh, ich kann sogar 3 Leben gewinnen. Und ich will das Blaue. Jawohl, 3 Leben. Her damit. Es geht wieder alles auf. Und mein Becher ist leer. Und Ausrufezeichen. Drück, drück, drück. Wow. Sehr schön. Nochmal abgespeichert. Wie viel Prozent habe ich jetzt, meine Liebe? Raten Sie es mir. 76% bei über 6 Stunden. Gut, es tut also doch immer wieder abspeichern. So, die Fahrstuhlspiele. Nicht der schwierigste Level, man braucht einfach nur Geduld, besonders wenn man weiß, wo die ganzen Geheimnisse sind. Psst, psst, tsch, 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 tsch. Okay, und hüpf. Eigentlich sollte man nicht so dahin kommen, aber ich habe auch diese Art und Weise entdeckt. Na komm. Einmal hat es doch geklappt. Einmal hat es doch geklappt. Natürlich, bist du schon. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich möchte ein Leben haben. Oh, stimmt. Nach dem G kam ja die Banane. Oh, wer hat die da reingeschummelt? Das ist doch gebummelt, das ist doch gelummelt. Lummeln möchte ich mit dir, mein Schatz. Nur mit dir alleine. Hep, hep. Yep. So, das nächste Geheimnis ist bei den Bienen. Ich hatte an der richtigen Stelle gesucht, ja, aber ein bisschen weiter rechts hätte ich gemusst. Nicht in dieses Dead End, sondern mehr in der Mitte. Wo ich dann nämlich rüberhüpfen kann über die Bienen. Blam. Tatüm. Okay. War das hier schon? Nein. Das war erst ein zweiter, da wo die 3 Dinger auf einen warten. Bitte was? Da habe ich nichts berührt, ich ist Betrug. Okay, hoch, 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 hoch. Rüber und rüber. Und da ist das Geheimnis. Da ist schon fast. Da kann man aber weitergehen.
Hepp. Ah! Gut. Ach, hier wird man das O finden. Alles klar. Okay, das muss ich nur noch bis ans Ende des Levels gehen. Und dann kriege ich das. Dann kriege ich das Geheimnis ganz locker. Das ist aber auch wieder diese Denkweise, wo ich halt immer denke, oh, ich brauche diese Fässer, um eine Wand aufzubrechen. Und dann hat es gar nichts damit zu tun. Das ist wahrscheinlich genau die Sache, die die Entwickler erreichen wollten. Dass die denken, ja, haha, du brauchst das Fass. Aber nein, das Fass, das brauchst du gar nicht. Ist nur getäuscht. Lass dich täuschen. Hör auf mich, vertraue mir. Ja, und dann wirst du hier von hinten genommen und ist das Genick durch. Verraten wirst du dann. Verraten von den Leuten, denen du hier so vertraut hast, dass sie dir eine schöne Zeit bieten. Ja, danke schön. Ja, prima. Danke, danke. Thank you very much. Much complied. Yeah, yeah, yeah. This is what I like on my breakfast bread. Hep. Und hep. Und hep. Meh. Nee. Ich warte nicht, bis du erwachsen bist und dann mein Leben wieder zur Hölle machst. Weg da. Und du bist auch weg. Das ist in dem Moment gekommen. In dem Moment. Aber da war es noch transparent. Da war es noch durchlässig. Genauso wie mein Verstand. Der solche Sachen vergisst. Da kommt dann nichts von unten, sondern nur von oben. Oben. Die Gnade Gottes. Wenn du an ihn glaubst und betest, dann wird sie schon kommen. Oder ist hier der Affen Jesus? Da weiß man nämlich nicht, wo der Bart und die Haare aufhören. Wo der Bart anfängt und die Haare aufhören. Yep. Leben. Dankeschön. Nein. Tot. 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 Und hüpf. Sehr schön. Bam. Bim. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hol den Didi raus. Aus dem Fass. Okay. Und hopp. Ja, ich habe schon verstanden, dass du hier auf verschiedenen Stufen fliegst. Okay, und jetzt warten wir. Wir warten auf den Aufzug. Einmal runter. Einmal hoch. Einmal links, einmal rechts. Vorfahrt beachten. Okay, runter. Hüpf. Sehr schön. Feine Sache. Ist egal. Ich hab's nämlich geschafft. Da unten ist nämlich das Geheimnis beim Exit. So offensichtlich, so sehr, so offensichtlich, dass man es verpassen kann. Ich krieg sogar Bananen wieder. Und ich krieg sogar alle Bananen. Ich kriege alle Bananen. Das ist der Sieg, den ich will. Ich will hier raus. Ich will raus. Ich will raus. Danke. Wenn ich mal raus will, wenn ich will, dass es misslingt, dann klappt's natürlich. Und die Fahrstuhlspieler sind geschafft. Wunderbar. Gut, die erste Hälfte von dieser Welt. Alle Geheimnisse sind wieder mein. Und wie viel Prozent sind das, meine Verehrteste? Wirklich so viel? Schon wieder zwei Stück? 2%? Also, 78? Aber soweit läuft alles gut. Soweit läuft wirklich alles gut. Gut, also ab geht's, machen wir noch den Reiheweiher. Oh, Weiheweiher. So, ich glaube, da an der einen Stelle muss ich, glaube ich, links hoch, um was zu finden. So, Bananen brauche ich nicht. Kann es mir stehen bleiben. Ich möchte leben. Leben, leben, leben. Aha. Also hier das gleiche Spiel. Wieder auch nur für Bananen. Beiß mir doch das Ärmel ab, damit ich nicht auf Wiedersehen winken kann. Ja, wenn es dir hier aus dem Maul dengelt.
sowas wie einen Merven hast du noch nie gesehen. Daher musst du natürlich deine Zähne reinsenken. Egal, ob es ein bisschen wässrig schmeckt, ist dir egal. Willst du nur fressen? Bitte. Bitte, bitte, danke. So schlimm war das doch gar nicht. Hä? Ist doch für sich hier wie eine Rasur. Wieso? Das sind nur Bananen. Ich glaube nie, dass im wahren Leben hier Affen und Gorillas ihr Leben für Bananen aufs Spiel setzen würden. Die denken sich einfach nur, ich hab zwar Hunger, dann warte ich aber halt noch eine Stunde. Der Service hier im Restaurant ist sowieso immer hier das Schlimmste überhaupt. Da wartet man immer eine gute halbe Stunde, bis überhaupt jemand vorbeikommt, um zu fragen, was willst du überhaupt essen? Ich wollte genau das wollte ich verhindern. Ich wollte dem aus dem Weg schwimmen. Okay, weiter geht's. Ich werde die aber auch so ein. Die blenden so. Weil die so. Nee, nicht blenden, was ist das Wort? Doch, die blenden ein, die grünen Piranhas. Diese grünen Grütze. Nein. Nein. Und das auch noch kurz vom AD-Cave-Hass gewesen. Komm. Also, dass ich wirklich alle Buchstaben sammeln will, ich glaube, dieses Ziel habe ich schnell aufgegeben. Bin ich aber auch froh, weil ich halt wirklich dachte, das braucht man für alle. Für die Ausrufezeichen, aber nur alle Geheimnisse. Da kann ich mir, glaube ich, noch ein paar braune Haare hier sparen. Also, ich meine, dass die nicht grau werden. Genau, schnell vorbei. Schnell vorbei, dann könnt ihr gar nicht reagieren. Könnt ihr gar nicht in irgendwelche Körperöffnungen reinflutschen. So sieht aus. Ja. Und hep, hep, hep. Ja, klar. Na, ihr nie. Ist klar. Okay, rechts an der Wand halten. Ja, leg dich hin in dein feucht-nasses Grab. Dass die Algen über dich wachsen können. Dann bist du wie der Meeresdonkey. Bist kein Seepferdchen, bist ein Seeesel. Düpp, düpp. Okay, weiter. Weiter. Puh, weiter. Sehr schön. Blub. Vorsichtig, ja, immer vorsichtig. Als wäre es eine liebende Frau, die dir hier wohl kosen küssen möchte. Okay, wie weiche ich dir jetzt aus, mein Freund? So war ich dem ersten aus, aber nicht dem zweiten. Komm, hol dir das Fass. Sehr schön. Und jetzt einmal durch. Also, wo sollen hier Geheimnisse sein? Ja, ich hab den nicht gesehen. Darum ist auch nichts. Deshalb mache ich die Wasserlevel nicht. Die Kontrolle. Die Kontrolle unter Wasser. Immer so mies. Muss man nämlich immer einen Schritt mehr denken. Wenn ich jetzt nämlich schwimme, wenn ich drücke, dann werde ich auf jeden Fall nach oben schwimmen. Es ist ja nicht, dass ich dann einfach anhalten kann mit dem Schwimmen. Ich kann nicht einfach hier die Bremse reinhauen. Geht ja nicht, ist viel zu feucht hier. Blub, blub. Weiter. Dankeschön. Also hier komme ich schon mal gut durch. Das ist prima. Aber wo es drauf ankommt, da muss es noch lernen. Weiter. Runter. Hoch. Hier, Affenpaddeln. Aus dem Piranha vorbeischwimmen. Und jetzt an beiden. Puh. Okay. Hoch und runter. Sehr schön. Feine Sache. Und jetzt in die Lücke rein. Und in die Lücke raus. Und rein und raus. Und rein und raus. So ist immer nett. Und jetzt kam hier das Rad von oben und von unten, oder? War das nicht so? Hä?
Nein, nein, nee. Quallen. Widerliche Viecher. Ich bin gerade so vorsichtig. Okay. Okay, es ist genug Zeit durchzuschwimmen. Und los. Fein. Und speichere was. Danke. Ich habe Angst, da unten ist ein Geheimnis. Also da könnt ihr mir nichts verraten. Schon wieder nur Bananen. Sind dir überhaupt Geheimnisse? Im ersten Level. Ersten Wasserlevel waren Geheimnisse, aber hier irgendwie in den anderen nicht. Hä? Da oben ist ein Geheimnis. Da ist sicher ein Geheimnis. Sicherlich. Da unten nicht, nein. Aber da oben. Nach oben muss man. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ist der Affe oben, wird man dich ebenfalls loben. Ernsthaft. Das alles immer nur für Bananen. Und wie soll ich jetzt wieder rauskommen? Ernsthaft, wie soll man da rauskommen? Weil ich kann ja nicht schnell nach unten schwimmen. Ich kann schnell nach oben schwimmen. Ich glaube, das sind Fallen. Das ist einfach nur Fallen. Man verliert ein Leben und ich verliere meine Fähigkeit des Sprechens. Aber dann denken sie sich, ja, kriegst ein paar Bananen zurück. Wenn du genug hast, gibt's ein Leben. Ich sehe ein Geheimnis. Da ist ein Geheimnis. Da ist ein Geheimnis. Oder nicht? Vielleicht da. Nee, oder doch, oder ja, nein, ich weiß es nicht. Ich hoffe irgendwie, dass hier keine Geheimnisse sind. Ich will hier nicht nochmal durch. Aber wenn ich dran denke, hier sind keine Geheimnisse, sind ja definitiv Geheimnisse. Da unten muss was sein. Lass den Hai vorbei, lass den Hai vorbei. Da könnte ein Onguard sein. Vielleicht. Vielleicht in der Ecke. Komme ich vielleicht doch an dem Hai besser vorbei? Hai, du Hai, sagte Kuckuck. Und Kuckuck sagte Hai zum Kuckuck. Nee, 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 der muss ich unten. Der muss ich unten vorbei. Schwimm. Und da wundere ich mich, wenn mir beim Haarewaschen die Haare ausfallen. Wenn ich sowas in meinem Leben erlebe. Ich habe schon eine Po-Spalte. Die zweite brauche ich nicht. Kann ich auch nicht schneller kacken, weil mir nämlich dann immer noch das Loch fehlt. Verteilt sich dann auch nicht schön regelmäßig. Ich habe vergessen, dass da ein Reifen ist. 50. Schon wieder die Hälfte vertickt, vertackt, vertuckert. Eieieiei. Ja, also das hat sich nicht verändert. So wie damals bin ich jetzt hier auch nur wieder am Rummeckern. Da muss was sein. Es war für Nongard. Gut. Kann ich ein bisschen. Vielleicht zählt es aber auch als Geheimnis. Okay, jetzt kann ich sogar ein bisschen besser anhalten. Okay, ganz vorsichtig. Da links ist nichts. Nein! Ein Nongard! Komm her. Okay, das war jetzt strategisch gewesen, dass ich den Schlag eingesteckt habe. Komm her. Komm her. Hat dich erwischt, mein Freund. Pass auf, sonst benutze ich deine Nase hier als Klobürstenhalter. Gut, also es ist nur für Nongard, deshalb...
Oh. Ich kriege hier Verspannung in meinem Genick. Weil ich die ganze Zeit hier starre und aufpasse, dass nichts passiert. Das lohnt sich nicht hier. Nee, nee, nee. Da schwimme ich einfach so weiter. Da schwimme ich einfach so weiter. Okay. Einmal vorbei. Vielleicht zählt es ja als Geheimnis. Einmal durch die Piranhas. Hopp, hopp, blub. Okay, und jetzt durch die Mitte. Nee, nach links, nach links. Ist hier irgendwo ein Diddy zu sehen? Für mich vielleicht. Ohoho, okay. Vielleicht kriege ich sogar mein Leben zurück. Das wäre ja was. Das muss man wahrscheinlich so ein bisschen wie den Müllhäcksler ansehen, oder? Runter, 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 runter. Den Piranha habe ich gesehen. Noch rechtzeitig. Links. Hä? Puh. Knapp, knapp, knapper geht's nicht. Di. Danke, 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 danke. Hä? Hä? Ah, super, hier muss ich dann Tempo geben. Sogar hingekriegt. Da oben ist ein Geheimnis. Das spüre ich wieder. Da oben ist was. Da oben ist was. Doch nicht. Bitte komm nicht hoch. Bitte lass ja keine Geheimnisse sein. Ich will hier nicht nochmal. Nicht rein. Nein. Nein, ich will hier nicht durch. Nein. Hä? Mach's wie die Piranhas. Die schwimmen auch ganz fein und langsam. Dass du ihn ausweichen kannst. Puh, okay, ich habe ein Leben zurück. Hä? Beiß mir nicht ins Schwänzchen. Ja, nicht reinweichen, aber hier einzwingen kann man sich's. Und das war kurz vom Ende gewesen. Und ich wette, dass hier irgendwo ein, vielleicht mindestens ein Geheimnis ist. Irgendwo. Irgendwo, in der Tat. Ich merk's wie damals, dass mir dieser Level wieder dieses Gefühl gibt von ich hab keinen Bock mehr, sagte die Ziege, als sie die heiraten wollte. So geht's mir auch, ich hab keinen Bock mehr hier immer wieder das Gleiche zu machen. Nur damit ich wieder an einer neuen Stelle sterben kann. Ich wette drauf, dass hier irgendwo ein Geheimnis ist. Und wenn es vielleicht nur das Engarde ist, wäre schön, dann hätte ich es nämlich. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie wäre es, wenn du mal deinen Kopf nicht in die Backen des Piranha steckst? Du bist nicht sein Zahnarzt. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön, danke. Und weiter hoch. Und weiter hoch. Ab in den Müllhäcksler. Nein. Gut, meine Damen und Herren, ich mache hier einen Cut. Sonst wird es wieder zu lang. Ich brauche eine Pause und ich werde dann auch nachschauen, welche Geheimnisse es im Reiherwald gibt. Wenn es keine Geheimnisse gibt, ist gut. Wenn es welche gibt, dann kann ich, muss ich den Level wahrscheinlich trotzdem nochmal machen. Ah, und ich merke, die Aufnahme, die FPS, die fallen auch wieder. Also das Spiel merkt auch wieder, hey, mein Freund, du brauchst eine Pause. Ich merke hier, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Da ist jemand mächtig sauer. Daher, mach mal eine Pause. Gut. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat dennoch diese Ausgabe von Donkey Kong Country gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.